Heute werde ich dir zeigen, wie du Produkte finden kannst mit künstlicher Intelligenz, die du dann später über Amazon oder andere Vertriebskanäle super profitabel und rentabel verkaufen kannst, wo du pro Monat 3.000, 4.000, 5.000 Euro Gewinn, also nicht Umsatz, sondern Gewinn und mehr mitmachen kannst. Wir arbeiten bei uns schon super lange mit AI und nutzen es, um geile Produktideen zu finden. Und ich dachte, ich teile aber mal das Wissen mit dir und zeige dir heute mal ganz konkret, wie das funktioniert, weil ich sonst auf YouTube kein wirklich sinnvolles Video, was wirklich hilft, gefunden habe. Und ich glaube, das kann dir großartig dabei helfen, wenn dein Ziel ist, ein eigenes Business, ein zweites Standbein aufzubauen, finanziell unabhängig zu werden. Denn eine Sache, die brauchen wir alle, um unser Business zu starten. Und das ist das Produkt. Ich habe hier mal mein allererstes Produkt mitgebracht. Und das ist ein Kaltraucherzeuger. Das ist ein Produkt, das habe ich 2018 auf den Markt gebracht, 2018, 2019. Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Ich habe es mich damals auf jeden Fall gefragt, was soll ich denn überhaupt verkaufen und wie kommen die Leute überhaupt auf ihre Produktidee? Um einfach mal ein, zwei Sachen zu testen, habe ich hier mal drei Produkte aufgerufen. Zum Beispiel Gartenstühle. Das war ein Produkt, was wir neulich in einem vorhergegangenen Video auf dem Kanal gefunden hatten und wo wir dann festgestellt hatten, ey Wahnsinn, schaut mal, Gartenstühle, die haben so eine riesige Nachfrage auf Amazon. Hier haben wir fast 1 Million Euro Umsatz und super viele Artikel, also wirklich nicht ein oder zwei erfolgreiche Seller, sondern wenn ich hier runterscrolle, bei Helium 10, das ist eine Software, mit der kann ich ganz genau analysieren, komme ich auch gleich nochmal drauf, wie viel Umsatz welche Produkte auf Amazon machen. Das heißt, ich kann sozusagen jedes Produkt auf Amazon mir angucken und weiß genau, wie viel Umsatz das macht und kann davon natürlich auch schauen, welche Produkte sind interessant zu verkaufen, welche sind weniger interessant zu verkaufen. Oder eine andere Sache, die ich neulich hatte in einem Video hier auf meinem Kanal, wo ich gezeigt hatte, ein Produkt, was super erfolgreich ist, von einem unserer Teilnehmer aus unserer Community. Und die verkaufen zum Beispiel Produkte hier im Bereich Rasensamen. Unglaublich krass. Ja klar, jeder kennt Rasensamen, aber wie kommst du darauf, das zu verkaufen? Und ist es sinnvoll, das zu verkaufen oder nicht? Und da kann künstliche Intelligenz, AI, uns extrem behelfen. Oder ein anderes Produkt, das zum Beispiel kennt auch wahrscheinlich jeder schon mal von gehört, aber niemand denkt darüber nach, das zu verkaufen. Zum Beispiel Teichpumpen haben fast genau die gleiche Nachfrage wie Gartenstühle und es ist auch hier der Wahnsinn zu sehen, wie viele erfolgreiche Verkäufer es hier auf Amazon gibt. Teilweise 40, 50 Seller, zum Beispiel hier anstelle 47 sehen wir hier zum Beispiel ein Produkt für 60 Euro knapp, mit einem total fürchterlichen Marketing und der macht trotzdem über 10.000 Euro Monatsumsatz. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie findest du dein Produkt? Und wir werden jetzt kein teures AI oder Tool nutzen, wo du erstmal Geld rein investieren musst, sondern ein Tool, was du komplett kostenlos nutzen kannst, was du wahrscheinlich auch schon selbst genutzt hast. ChatGPT ist eigentlich eines der bekanntesten Tools und gleichzeitig eines der mit Abstand besten Tools, vor allem auch für die Produktsuche. Warum nutzen wir AI überhaupt für die Produktsuche? Nicht unbedingt, damit es schneller geht. Ja, auch das geht es vielleicht minimal, sondern es geht darum, dass wir bessere Ideen bekommen und einfach uns von der künstlichen Intelligenz in Anführungsstrichen inspirieren lassen. Ja, denn 90% von allen Sellern, die mittlerweile auf Amazon verkaufen oder ein eigenes E-Commerce-Business starten, die nutzen immer die gleichen Software-Tools. Und da ist zum Beispiel eins der bekanntesten Software-Tools ist Helium 10. Helium 10 ist deswegen nicht schlecht, aber du musst dir vorstellen, wenn alle die gleiche Software nutzen, um Produkte zu suchen, dann finden auch fast alle die gleichen Produkte bei der Suche. Und das führt natürlich dazu, dass alle in die gleichen Nischen wollen und zum Beispiel Nischen wie Gartenstühle, Rasensamen oder Teichpumpen fast nie gefunden werden. Also es ist kein Spaß, ich arbeite ja mit super vielen Händlern auch zusammen und zum Beispiel solche Produkte bekomme ich fast nie als Ideen von unseren Kunden. Sogar Teichpumpe zum Beispiel habe ich noch nie gehört, Rasensamen einmal bisher und das sind trotzdem super interessante und spannende Märkte, aber die Tools spucken die aus bestimmten Gründen nicht aus, sondern immer die gleichen Produkte. Wenn du Helium 10 nutzt, dann wirst du das sicherlich auch kennen. So, wie gehen wir jetzt vor mit ChatGPT? Wir brauchen ja einen Prompt, also eine Art Befehl, um für uns im Grunde genommen Produkte zu finden. Und ich habe hier mal einen Prompt für dich vorgeschrieben. Ich zoome jetzt mal ein bisschen ran, dann kannst du hier ein bisschen mitschauen. Und zwar ist der folgendermaßen. Ich kopiere den jetzt einfach mal hier rein. Ich möchte Produkte auf Amazon verkaufen. Wie gesagt, du kannst auch auf einen eigenen Online-Shop, das ist jetzt relativ egal. Ich bin gerade auf der Suche nach der richtigen Produktidee. Wichtig ist, dass ich die Produkte später führe und jetzt kannst du zum Beispiel eine Preisspanne festlegen. Ich persönlich empfehle immer Produkte zwischen 50 und 200 Euro zu verkaufen, wenn sie keine wiederverkaufbaren Produkte sind, also zum Beispiel sowas wie Supplements oder Proteinpulver, das kann natürlich auch günstiger sein, aber sonst machen wir in diesem Bereich die besten Gewinne. Ich möchte nur Produkte verkaufen im Bereich. So, und jetzt ist es ganz wichtig, dass du so einen Bereich festlegst. Ich würde dir immer empfehlen,
irgendwas zu nehmen, womit du dich ein bisschen auskennst. Also du solltest jetzt nicht, ich würde zum Beispiel nicht hingehen und sagen, ich will Frauenkosmetik oder sowas verkaufen, weil ich davon absolut gar keine Ahnung habe. Null Plan. Wenn du vielleicht Ahnung davon hast, dann gibt es vielleicht meinen. Vielleicht hast du Ahnung vom Angeln. Ja, dann sag, ey, ich möchte Produkte im Bereich Angeln verkaufen. Sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte nur Produkte verkaufen im Bereich, wir bleiben einfach mal dabei, Garten. Oder wir machen mal im Bereich Gartenpflege. So, im Bereich Gartenpflege. Und dann sage ich ChatGPT, gebe mir eine Liste von 30, von den 30 beliebtesten Produkten in diesem Bereich, die auf meine Kriterien passen. Wie gesagt, die Kriterien haben wir jetzt hier relativ grob genannt. Du könntest noch weitere Kriterien, zum Beispiel die Produkte oder das Produkt sollte häufig verkauft werden, bereits eine gute Nachfrage haben. So, dann sollte kein chemisches Produkt sein. Warum nicht? Weil chemische Produkte sind sehr schwierig zu verkaufen, weil sie natürlich eine sehr hohe Gefahr auch bieten, dass zum Beispiel Menschen das trinken oder irgendwelche Verunreinigungen dadurch kommen und so weiter und so fort. Hier könntest du zum Beispiel auch weitere Kriterien reinlegen und jetzt schicken wir das Ganze mal ab und schauen, welche Produkte er uns hier einfach mal gibt. Und wir bekommen sogar schon einen erwarteten Verkaufspreis. Also schauen wir uns die Produkte mal an. Er gibt uns jetzt ganz konkrete Produkte, ja, zum Beispiel ein Keramikpflanzset. Ja, oder ein universeller Grillständer. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel diese Produkte nehmen, und so würde ich auch vorgehen, und die direkt bei Amazon einfach mal eingeben und schauen, was es da bei Amazon für Produkte dazu gibt. So würde ich sozusagen aber vorstellen, zum Beispiel ein universeller Grillständer, sowas hier habe ich zum Beispiel auch, also kannst du jetzt mal reinschreiben, habe ich noch nie wirklich irgendwie gedacht, okay, was ist jetzt konkret ein Grillständer? Gibt auch nicht so super viele, aber hier zum Beispiel sehen wir mal einen. Wir klicken mal drauf, ist jetzt ein Produkt, das habe ich noch nie gesehen, von Ninja Woodfire. Okay, krass. Das Produkt habe ich jetzt tatsächlich noch nie gesehen. Der macht einfach 140.000 Euro Umsatz. Ich weiß noch nicht, ob das ein reiner... Ah doch, hier, Außenofen und Grillständer. Dann machen wir einfach mal nur Grillständer oder verstellbare Ständer. Scheint einfacher zu sein, wenn wir zum Beispiel nur Grillständer haben, dann finden wir hier schon mehr Produkte und wir sehen, hier sind ganz viele Nicht-Marken auch, ja, zum Beispiel Tepro oder Barbecue Toro. Ich habe das Produkt ehrlicherweise noch nie, also die AI spritzt auch eigentlich immer mit neuen Ideen, das ist das Coole, also es kommen immer andere Ideen, selbst wenn die gleiche Anfrage ist und wir schauen jetzt einfach mal mit Helium 10, was sind denn die Umsätze hier dazu? Ja, und da sehen wir zum Beispiel, wir müssen jetzt ganz genau schauen, weil nicht jedes dieser Produkte ist wirklich ein Grilltisch. Also hier dieser Weber macht knapp 10.000, der Barbecue Toro macht 17.000. Das hier ist kein Grilltisch. Hier haben wir, na gut, den WMF hatten wir schon. So, hier haben wir diesen Woodfire Ninja, 130.000, nicht verkehrt. Hier hat er noch ein Produkt für 140.000 und so weiter und so fort. So, und jetzt zum Beispiel, das ist das, warum ich AI super spannend finde. Habe ich schon mal ein Produkt gefunden, wo die Nachfrage, also die Umsätze auf Amazon schon mal grundsätzlich da sind. Und das ist das, was ich sehen will. Jetzt könnte ich zum Beispiel weiter in die Produktanalyse reingehen und könnte mir zum Beispiel mal diese Produkte anschauen. Wie werden die zum Beispiel vermarktet? Ja, also wie ist das Marketing aktuell? Und seht zum Beispiel hier bei direkt dem ersten Produkt, dass es hier gibt es eigentlich, obwohl der 16.000 Umsatz macht, extrem wenig Bilder. Zum Beispiel, welche Grills kann ich da draufstellen? Wie groß dürfen die sein? Wie viel dürfen die wiegen? Und so weiter und so fort. Also alles Informationen, die hier zum Beispiel fehlen und das wäre zum Beispiel ein Produkt, das könnte ich mir jetzt genauer anschauen und das könnten wir auch wieder mit AI machen. Wir machen das jetzt einfach mal, weil im Grunde genommen, glaube ich, hast du den Prozess verstanden und jetzt gibt es noch eine coole Möglichkeit, diese Grilltische etwas genauer zu analysieren. Und dafür haben wir einen weiteren Prompt. So, erstmal vielen Dank, ja, Höflichkeit muss sein. Mich interessiert vor allem die Nische und jetzt gibst du deine Nische hier ein, zum Beispiel Grillständer. So, erstelle mir eine Liste mit 10 Punkten. Was könnte in diesem Bereich ein Alleinstellungsmerkmal sein? Ja, also was könnte in diesem Bereich etwas sein, was ich machen kann, was noch andere Verkäufer dort nicht machen, um mich von der Konkurrenz abzusetzen? Dann erstelle mir eine Liste mit 10 Punkten. Worauf achten Kunden beim Kauf dieser Produkte? Was ist ihnen besonders wichtig? Ich habe selbst noch nie so einen Tisch benutzt. Ich habe die Dinger immer mit diesem Tisch gekauft. Also mein Grill zu Hause, der hat direkt diesen Tisch sozusagen.
Und ich will natürlich über die Zielgruppe mehr erfahren, denn du musst immer dich über die Zielgruppe so gut wie möglich informieren, um am Ende des Tages auch zu wissen, welches Produkt sollte ich in dem Bereich verkaufen, welches nicht. Ganz ehrlich, Zielgruppenverständnis ist einer der Hauptgründe, warum Menschen scheitern mit diesem Geschäftsmodell, obwohl es eigentlich super einfach ist. Dann eine Liste mit 10 Punkten, worin unterscheiden sich Produkte in diesem Bereich. Also auch das ist mir wichtig, denn ich will wissen, warum sind manche Produkte teurer, warum sind sie günstiger, warum sozusagen kauft ein Kunde auch ein bestimmtes Produkt und nicht ein anderes Produkt. Das muss ich ja verstehen. Wenn ich später ein Produkt auf den Markt bringe, muss ich ja wissen, für wie viel Geld kann ich das verkaufen und damit ich eine Berechnung anstellen kann. Deswegen ist es für mich wichtig, worin unterscheiden sich die Produkte. Wenn du selbst als Kunde ein Produkt einkaufst, fragst du dich das auch immer. Und jetzt ein Learning, schreib das bitte mal auf. Frage dich immer die Dinge, die der Kunde sich fragt und du wirst das Produkt finden, was die Kunden auch wirklich haben wollen. Erstelle mir außerdem eine Liste mit potenziellen Produkten, die Kunden auch kaufen würden, wenn sie einen Grillständer kaufen. Das will ich zum Beispiel wissen, weil, auch das kannst du dir gerne notieren, ist immer super spannend, ist ein Produkt an den Markt zu bringen, gerade wenn es dein allererstes Produkt ist, was auch Potenzial hat, später eine kleine Marke zu werden. Ja, also dass du zum Beispiel aus dem Grillständer eine Grillmarke werden kannst. Klar, mir fallen auch direkt Produkte dazu ein, aber trotzdem ist es interessant, sich auch mal hier das anzuschauen und eben die AI zu fragen, warum nicht zusätzlich das machen. Denn später, wie gesagt, willst du nicht ein Produkt verkaufen, wo nur eine Sache verkauft wird, sondern vielleicht kannst du direkt später zu deinem Grillständer auch noch Grillbesteck dazu kaufen und so hast du sozusagen dann die höheren Verkaufspreise, du hast das einfache Marketing, weil die Kunden ein Set bei dir kaufen können und. Gibt sozusagen viele Vorteile. So, außerdem soll er mir mal einen beispielhaften Zielgruppenavatar erstellen. So, jetzt machen wir das mal. Jetzt hoffen wir mal, dass es auf Deutsch ist. So, und jetzt gibt er mir Beispiele. Auch hier musst du wieder davon ausgehen, dass die AI nicht perfekt ist, aber du kannst definitiv mit diesen Informationen etwas anfangen. Zum Beispiel Modularität, die anpassbare Größe und Form verschiedener Grilltypen, eingebaute Räder für einfache Mobilität. Das sind zum Beispiel Dinge, die schreibe ich mir persönlich direkt auf. Ich notiere mir all das. Natürlich meistens am Computer, um später das perfekte Produkt für diesen Markt zu kreieren. Wetterbeständigkeit, ja, zum Beispiel vielleicht verkaufst du so eine Überziehhaube dafür, damit es nicht nass wird, für den Grill noch inklusive. Integrierter Flaschenöffner, das zum Beispiel sind schon coole USPs, klar. Zumindest ist jeder von euch da draußen, der so wie ich eine große Leidenschaft fürs Grillen hegt, der wird auch mal das ein oder andere Bier währenddessen getrunken haben oder Softdrink oder was auch immer. Werkzeugkarten fürs Grillzubehör, einfache Montage, ergonomisches Design, Stabilität, verstärkte Beine, rutschfeste Füße, Design, modernes, ansprechendes Erscheinungsbild. Worauf achten Kunden beim Kauf? Preis-Leistungs-Verhältnis, klar, das sind so Sachen, die sind logisch. Ne? Aber auch hier, zum Beispiel Kompatibilität. Natürlich ist es für den Kunden unfassbar wichtig, dass dein Grill zu seinem Produkt passt. Ja? Und das kannst du aber für alle verschiedenen Produkte machen. Und dann siehst du so viele interessante Dinge, zum Beispiel, worin unterscheiden sich die Produkte, aus welchem Material sie bestehen, welche Größen sie haben, welche Zusatzfunktionen, sind sie mit oder ohne Räder. Da könntest du zum Beispiel später eine Variante draus machen. Du könntest ein Produkt mit Rädern und eins ohne Räder haben, um die gesamte Zielgruppe abzudecken. Jetzt gehen wir aber schon sehr, sehr tief in die sozusagen wirkliche Produktpositionierung. Das ist im Grunde genommen das, was jetzt der nächste Schritt ist. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr ein Video dazu haben wollt, wie wir das mit AI dann auch ganz konkret umsetzen. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, am Anfang. Aber ich glaube, bis dahin hast du schon mal gesehen, dass du AI auf jeden Fall sehr geil nutzen kannst. Und das ist vollkommen kostenlos. Das heißt, geh gerne mal auf ChatGPT und schau einfach mal nach. Nutz meinetwegen auch gerne die Prompts einfach aus diesem Video, warum nicht. Und schau einfach mal, was du für Produkte findest. Und da bin ich auf jeden Fall super gespannt auf deine Ergebnisse. Und wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du so etwas nochmal vertieft haben möchtest. Das aber erstmal als allererster Guide hier von mir, von Niklas und natürlich auch immer in Zusammenarbeit mit e-commerce.de. Da vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Deswegen gib mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.